Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4. Beim letzten Mal haben wir uns einen Plan ausgeklügelt, den wir jetzt über den Haufen werfen. Ich sag auch gleich warum. Also, Digo, hast du wirklich unseren Piloten getroffen, als du gestrandet warst? Tja, also, ja, Bernhard und ich sind uns mal begegnet, aber dann, hat ihn sich so eine belaubte Kreatur geschnappt. Eine, wie bitte? Wir sahen eine Kreatur mit Blättern auf dem Kopf jemanden auf einen großen Hund laden. Bernhard und ich wollten folgen. Aber, tja, wir waren zu spät. Der Gestrandete wurde in eine Höhle geschleppt und auch in so eine Blattkreatur verwandelt. Wie der hier? Mhm, ganz genau. Der Gestrandete hat sich in was verwandelt, das ungefähr so aussah. Jedenfalls hat uns dann dieser Laubtyp entdeckt. Wir haben die Beine in die Hand genommen, das kann ich euch sagen. Aber als ich mich umdrehte, war Bernhard weg. Vielleicht hat er es nicht rausgeschafft und wurde auch zu einem Laubling. Hey, was macht denn dieser Laubling hier und warum ist er ohnmächtig? Hat er das dir zu verdanken, Funker? Funker? Wie auch immer? Selbstverständlich nicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum diese Person ohnmächtig ist. Illig hat sie gerettet. Doch wenn man nach dem geht, was du erzählt hast, könnte dieser Laubling etwa Bernhard sein? Möglich. Nebenbei waren es Bernhard und ich, die uns das Wort ausgedacht haben. Laubling. Wir haben sie so genannt, weil sie überall Blätter auf dem Kopf haben. Ganz schön clever, ich weiß. Diese gestrandete Person könnte unser Pilot sein, aber niemand von uns weiß, wie wir ihn heilen könnten. Wir müssen diesen Laubling retten, aber ohne einen Arzt können wir nicht mehr tun. Wir müssen Spanel schnell finden. Rettungskrew, auf eure Stationen bitte. Verstanden, Chefin. Der Plan, den ich nämlich eigentlich hatte, war, dass wir erstmal das allererste Gebiet komplett abschließen. Aber dafür müssten wir in der Lage sein zu schwimmen und das kann unser Wuffi einfach noch nicht. Darum, oh, springen kann er natürlich auch nicht. Darum sollten wir jetzt erstmal, also, das war gelogen, springen kann er. Darum sollten wir jetzt erstmal gucken, dass wir das nächste Gebiet machen und ich glaube, Ochin lernt ab Tag 5 schwimmen? Bin mir unsicher. So, und du müsstest eigentlich für uns eine Quest haben. Red mal mit uns. Jetzt könnt ihr euch entspannen. Digo ist zurück. Wie die Rettungskunde so lange ohne mich auskommen konnte? Na, das wird sich sicher noch zeigen. Erstmal hat mir die Anführerin befohlen, mich ordentlich auszuruhen. Ja, sprich nochmal mit uns. Also schön, Grünschnabel. Dann sehen wir mal, was du drauf hast. Jetzt guck nicht so, eine Aufgabe mehr schadet dir nicht. Ich will, dass du dir jeden Winkel dieses Planeten anschaust, bis jedes Gebiet zu 100% erforscht ist. Das ist vollkommen okay. Und wir haben Kines noch. Warst du doch, ne? Ja. Hallöchen, mein Name ist Kines. Von Beruf bin ich Florist. Eigentlich bin ich zu diesem Planeten gereist, um seltene Blumen zu finden, aber dann ging alles schief. In einem Moment betrachtete ich noch eine wunderschöne Knospe, im nächsten Moment bin ich plötzlich gestrandet. Also, tja, Schluss mit Abenteuer. Ich habe erstmal genug vom Erkunden. Ja, sprich nochmal mit uns. Aber ganz aufgeben möchte ich auch nicht. Bei meiner Abreise soll es hier mehr Blüten geben als bei meiner Ankunft. Dafür bräuchte ich aber Hilfe. Lass auf den Köpfen der Pikmin Blumen erblühen. Erfüllen wir die Welt mit ihrer Schönheit. Du sollst es auch nicht umsonst tun. Wenn du mir hilfst, gebe ich dir meine Steinsammlung. Na, was sagst du? Klingt gut. Schön, das müsste eigentlich alles gewesen sein. Du da hast zwar eine Quest, aber das ist jetzt gerade noch nicht ganz so wichtig. Und wir haben 4 Motivationen. Was können wir denn trainieren? Das wäre super. Wenn Ochins Training abgeschlossen ist und er alle Fertigkeiten gemeistert hat, eröffnet euch das neue Perspektiven. Ja, trainieren. Dann sollten wir sofort beginnen. So, was kannst du denn? Megakraft, definitiv. Das werde ich auch als allererstes hochpushen. Das ist so krass. Ja, abschließen und das bitte auch gleich noch. Eine Stärke von 100, hallo? Das ist so krass. Ja, das ist fein. 2 Knusperknochen, das nehme ich auch gern. So, und die Pikmin, die wir jetzt gesammelt haben, die haben wir jetzt in der Zwiebel. Das passt. Ach nee, du noch nicht. Gut. Waren wir so schnell? Krass, hätte ich nicht gedacht. Nein, ich möchte nicht mit dir reden, sorry. Habe doch gerade mit dir geredet. Mit dir möchte ich reden, Colin. Aus dem vor kurzem entdeckten Gebiet empfange ich Signale, die möglicherweise von weiteren Gestrandeten stammen.
Es ist gut möglich, dass darunter auch ein Mitglied der Rettungskrew ist. Bitte rette diese Leute schnell. Wir zählen auf dich. Die Schnipper? So, dies sind die Gebiete. Jetzt ist der Plural auch korrekt. Ah, neues Gebiet bei 1500. Schön, das haben wir. Und da gehen wir jetzt auch als nächstes hin. Und ich denke, dann am fünften Rettungstag können wir nochmal die sonnigen Anhöhen zu 100% machen. So, jetzt gehen wir erstmal in den erblühenden Park. Der ist nämlich auch sehr fein. Na, ich mag, dass das alle, die wir gerettet haben, auch zugucken, wie wir abreisen. Das gefällt mir sehr. Schönes Detail. Hui! Ich liebe Pikmin-Spiele. Das ist echt toll. Ich bin echt ein Fan von kleinen Sachen und das Spiel ist irgendwie so perfekt für mich gemaßschneidert. Von der Größe her. So, wir gucken erstmal ganz kurz auf die Map. Da oben ist zum Beispiel schon mal ein Dandori-Duell. Das können wir gleich machen. Okay. Ja, das ist fein. Und hier liegt, glaube ich, auch noch irgendwie Krempel. Okay, kommt mal kurz mit. Habe ich den jetzt gesehen? Oder sind das die Blumen hier? Ah, vielleicht sind das auch die Blumen. Wir gehen das mal ringsrum. Da hinten ist schon was, was wir abbauen können. Das ist fein. Und die sind, glaube ich, blöd. Ah, wusste ich doch. das können die Gelben gerne mitnehmen. Das können die Roten gerne mitnehmen. Gut. Hier oben können wir dann gleich eine Brücke bauen. Das ist perfekt. Das machen wir. Das mache ich später. Ah, da kommt gleich die Katzchen. Hi, na? Aha, wieder dieser Laubling. Sei vorsichtig. Das könnte jeder, derjenige sein, der Digo angegriffen hat. Oh ja, kein Zweifel, das ist er. Bei der Person am Boden könnte es sich also um Bernhard handeln. Vielleicht. So, geht mal schnell weg. Das ist übel. Wir müssen unbedingt vermeiden, dass diese gestrandete Person in einen Laubling verwandelt wird. Folge ihnen! 1, 2, 3, 4, 5. Okay, und dann geht ihr mal... wo war das Loch? Hier war das Loch. Da rein. Ich denke mal, solange wie ihr hier noch unterwegs seid, ist das auch vollkommen okay. Da kann ich bestimmt noch eine zweite Runde rennen. Erdloch erkundet. Oh, das ging schnell. Ah, das ist ja blöd. Kommst du da hin? Sehr gut. Dann kommst du mal mit. Das ist nur ein Kirschblütenblatt. Das ist wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Und ihr baut die Brücke schnell fertig und dann gehe ich in das Duell. Oh, vielleicht mache ich auch noch vorher den Pappkarton darunter. Das ist vielleicht auch eine gute Idee. Ach, ihr müsst eh zwei Runden laufen. Ah, das habe ich natürlich gewusst. Gut, dann kann ich ja nochmal runtergehen. So, ihr macht das mal, ihr macht das mal. Oh, sorry. Ja, ja. Ich geh nochmal gelb. Du auch. Sehr schön. Ach, ich liebe das ja. Welche Farbe werdet ihr sein? Gelb. So, komme ich an den Schmetterling? Das ist mir, glaube ich, egal. Ich werde einmal kurz entlassen. Ich werde, glaube ich... ich gehe hier auf jeden Fall ringsrum. Hatten wir Ochin schon einmal im Wasser? Okay, das ist anscheinend vollkommen okay. Hätte auch eine Katze ihn triggern können, wo er so halb am Ertrinken ist, falls wir die nicht schon hatten. So, kommt mal schnell her. Schiebt mir noch die olle Kiste hier runter. Ja. Das kann Ochin ja schon alleine. Okay. Jetzt gehe ich aber in die Höhle. Also, nicht in die Höhle. Das war natürlich Quatsch, aber da stand gerade Höhle. Zum Dandori-Duell meine ich doch. So, 5 Minuten. Und wahrscheinlich wieder einfach mehr Punkte. Na, mal gucken. Ich glaube, wir brauchten 100 Punkte mehr. 50 Punkte, wie war denn das? Für Platin? Da bist du also wieder. Und das hätte ich halt schon gern.
Wer das Dendori nicht mächtig ist, kann hier nicht überleben, doch die Blätter retten auch ihnen das Leben. Ich werde mit einem Dendori-Duell feststellen, ob du die Macht hast, sie zu retten. Da ist auch schon belaubt, also insofern habe ich eh schon versagt. Doch dieses Mal gibt es eine Regel mehr. Man muss jederzeit bereit sein, seine Strategie zu wechseln. In dieser Runde kann sich der Wert von Objekten und Kreaturen kurzzeitig erhöhen. Sie werden dann zu Bonusobjekten. Gelingt es dir, Bonusobjekte einzusammeln, erhältst du die doppelte Punktzahl. Kannst du mich im Dendori übertreffen? Vielleicht. Mal gucken. Das sind, glaube ich, nur... Da ist doch, ich wollte gerade sagen, 4 Blumen da. Ja, mach das mal kaputt. Du darfst den gern tragen. Ihr tragt den mal. Das ist eine Mauer. Trag den mal mit. Okay, dann schnappe ich mir gleich die Erdbeere. Ah ne, das dürft ihr gerne auch tragen. Das ist vollkommen fein. Und das machen wir später. Ihr kommt mit. So, jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen. Okay, trag den mal weg. Bonusobjekte! Ja, das sind die Punktkäfer. Greifst du einfach gerade... Du dumme Nuss! Greif doch nicht den an. Okay, dann kommt mal alle her. Schön. Wenn wir Glück haben, kriegen wir den kaputt, wenn er aufgetaut ist. So, kommt mal her. Du pushst den mal über den Haufen. Das ist gut. Ah, das kann Otschin eigentlich auch alleine machen. Hier, geht mal weg. Oh, ist die Mauer kaputt? Ich möchte bitte auf den, danke. Schnappt euch das mal. Gut, 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 gut. Bitte einmal abbauen. Das dürft ihr gerne machen. Ich glaube, ihr werdet dann mit der Zeit auch irgendwann fertig. Das ist also vollkommen fein. So, was hast denn du für ein Problem? Du hast da was Großes. Das werde ich mir gleich mal einverleiben. Okay, okay, okay. Ihr kommt mal mit. Oh, wartet mal. Gehst. Oh, das ist perfekt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ihr kriegt das bestimmt hin. Ich lasse euch mal ganz kurz in Ruhe. Shit, ey. Gut, die gehören jetzt mir. Ah, oh, die haben den tatsächlich nochmal eingefroren. Ihr seid mega gut. Top, 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 top. Sehr schön. Kriegt das hin? Kriegt das hin, ja. Die Erdbeere schnappe ich mir nochmal. Hier, ich möchte bitte auf den. Okay, sehr schön. Otschin? Schnapp dir das mal. Was für eine Doofnuss. Nee, sorry. Komm mal mit. Oh, ich hätte gehofft, dass das so funktioniert. Frosch, Frosch, Frosch. Blöd. Dann darf ich jetzt gleich nochmal zurück. Ich meine, zurzeit sieht es punktemäßig gar nicht schlecht aus. Otschin kommt eh zurück. Sehr schön, sehr schön. Ja. So, du ziehst mal da. Kann ich euch irgendwie... Nö, kann ich nicht.
Okay, schön. Das ist mir aber eigentlich fast schon egal. Das wird eine ganze Menge Kohle geben jetzt. Und da ist noch etwas. Ah, kommt mal schnell. So, dann kommt ihr eben mit. Das ist auch vollkommen okay. Oh, Müßiggänger. Herr, bitte. Ah, das wird bestimmt nichts mehr. Ah, schade. Das wäre cool gewesen, hätten wir den Apfel noch bekommen. Aber nee. Da habe ich mich jetzt generell nicht ganz so gut angestellt. Aber ich glaube, es sind genug Punkte für Platin. Ja, das sieht gut aus. Und ich brauchte wirklich 100 oder mehr. Puh. Und erneut hast du dein Dandori-Können unter Beweis gestellt. Diese Person überlasse ich deiner Obhut. Ich habe mich aber gar nicht so gut angestellt. Der war einfach nur unglaublich schlecht. Und ich weiß nicht so ganz warum. Also entweder haben ihn irgendwelche Käfer gepiesackt. Kein Plan. Und wieder hat sich dieser Laubling einfach davon gemacht. Zum Glück ist der gestrandeten Person nichts passiert. Ein beeindruckender Sieg. Wenn du das sagst. Dann schnappe ich mir jetzt gleich nochmal beliebig viele Pigments, wenn ich egal. Ich schaffe den einfach gleich runter zur Beagle und gehe zur Höhle. Und bevor ich dort reingehe, beende ich den Part und dann geht's beim nächsten Mal in der Höhle weiter. Elik, Ochin, transportiert die gestrandete Person sofort zur Beagle. Ja. Ach. Geht ihr da ran? Das ist schön. Ach, und ihr tragt die da rum. Okay, das passt. Und ich habe Eispigment mitbekommen. Die werde ich jetzt auch gleich benutzen. Weil, da. Okay, geht da mal hin. Und, ich steig mal ganz kurz auf dich. Machen wir das nämlich noch kaputt. Ach, sehr schön. Vielleicht findet Russ einen Weg, auf die Information der Visitenkarte zuzugreifen. Bitte. Es ist wohl so, dass wir nicht mehr auf die biometrischen Daten zugreifen können, wenn jemand zum Laubling wurde. Wenn mich sogar die Wissenschaft im Stich lässt, gehen uns wohl die Optionen aus. Ja. Einmal kurz runter, einmal kurz ran, einmal kurz drauf. Wir können das doch bestimmt gleich noch tragen, oder? Das wäre richtig, richtig fein. Ja, du kommst mal mit. Du kannst gleich mal so ein Ding schnappen und du kannst so ein Ding schnappen. Und dann ist das Ding hoffentlich gleich kaputt. Ach, der Weg ist kürzer. Das wusste ich natürlich. Aber bevor der hier Kacke macht, hänge ich mich mal lieber ran. Ach, ich hätte das, glaube ich, gar nicht machen müssen. Okay, dann dürft ihr mal gerne... Ah, geht mal von mir runter. Seid ihr alle Blumen? Jetzt seid ihr alle Blumen. Okay. Ja, das machen wir alles später. Wir gehen da jetzt gleich wieder hoch. Wir wollten in die Höhle. Und das machen wir jetzt auch. Ist denn eigentlich der Schatz schon da? Das sieht ganz gut aus. Da ist eine kleine Wulst an Pikmin. Das nehmen wir so hin. Okay, dann springe ich mal schnell rein. Zugige Gänge. Unter den Gängen sehe ich nichts als unendliche Dunkelheit. Wirft man Steinchen hinein, hört man den Aufschlag nicht. Vorsicht ist geboten, damit ich nicht versehentlich Pikmin in den Abgrund werfe oder sie gar von einer Kreatur hineingeschleudert werden. Das klingt ganz schön wild. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann bitte bewerten, kommentieren und mit euren Freunden teilen. Ein ganz großes Dankeschön an meine zwei Patrons. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin, euer Elik. Bye!